Hallo und herzlich willkommen in unserer Hundetagesstätte. Im heutigen Video will ich euch ein paar Hunderassen vorstellen, die meiner Meinung nach wirklich toll sind und viele gar nicht auf dem Schirm haben. Einige dieser Hunderassen werden in zukünftigen Rassechecks auch noch genauer beleuchtet werden. Für jetzt wollen wir aber so eine Art Rassecheck-Light machen und euch mal ein paar wirklich tolle Rassen präsentieren. Kommt einfach mal mit, wir gehen mal rein. Langsam, ja, dann quetschst du dich halt durch. Gut, hi Tali. Hi, Tali. Als allererstes habe ich uns mal den Leo dazu geholt. Leo ist ein Shih Tzu, in seinem Fall ein älteres Semester und hat ein bisschen viel auf der Hüfte, aber der Shih Tzu ist ein schöner, kleiner, toller, sehr, sehr netter Hund. Jetzt geht er den Kameramann begrüßen. Leo, komm her. Das Schöne beim Shih Tzu ist, dass er sehr, sehr wenig Krankheiten mitbringt. Geh mal weg, du stehst im Bild, du dicker Mann. Der Shih Tzu hat aufgrund seiner Schädelform Probleme mit der Atmung hier und da. Und ansonsten hat er eigentlich so gut wie gar nichts. Wie viele kleine Hunderassen hat er hier und da Probleme mit der Kniescheibe und der Patellaluxation. Das trifft aber fast alle Kleinen. Aber sonst ist es eigentlich ein sehr gesunder Hund. Bezogen auf das Verhalten ist es echt netter Geselle. Man kann mit denen viel machen. Die sind gesellig mit anderen Hunden, die sind gesellig mit Menschen. Und die haben auch ab und zu richtig Lust, mal was zu tun. Das heißt, beschäftigungstechnisch hält sich das im Rahmen. Was die Erziehung angeht, ist der Shih Tzu eigentlich ganz gut aufgestellt. Er holt einem nicht die Sterne vom Himmel wie Schäferhund oder Border Collie, aber insgesamt wirklich auf einer guten Basis. Der Shih Tzu ist ein kleiner, netter, toller Familienbegleithund, der sonst kaum Probleme mit sich bringt. Guck mal, da haben wir gleich Nummer 2. Ah, hier habe ich mal unsere Oma mir gecasht. Und zwar ist die Trixie ein West Highland White Terrier. Wir haben 2 in der Huta. Der Ludwig ist ungefähr 1 Jahr, die Trixie 15 Jahre alt. Der Westie ist noch der charmanteste Terrier, wenn ich das so sagen darf. Die sind trotzdem Terrier und stellen ein paar Ansprüche, was die Haltung und die Beschäftigung vor allem angeht. Trotzdem ist der Westie eine solide Partie. Während sie eine Zeit lang richtig Hochkonjunktur hatten, sind sie jetzt leider immer seltener geworden. Wer einen robusten Hund sucht, wer einen Hund sucht, mit dem er was machen kann, mit dem man auch was machen muss, der kann beim Westie tatsächlich zugreifen. Sie bringen ein paar Kleinigkeiten mit, was Gesundheit angeht, rund um Themen wie Allergien, wie bei vielen weißen Hunden, und die Leber. Ansonsten ist da allerdings nicht viel zu finden. Sie haben noch hier und da Probleme, wie viele andere kleine Hunde, mit der Patellaluxation, also der Kniescheibe, aber es ist ein robuster Hund. Es ist und bleibt ein Terrier. Trotzdem ist das kein Hund, mit dem man nichts tun kann. Erziehung ist ein wichtiger Faktor. Sie bringen aber viel Motivation und Spaß an Erziehung und an Auslastung mit, sodass man da eine gute Basis schaffen kann. Wer einen reinen Schoß- und Gammelhund sucht, der ist mit dem Westie allerdings nicht so gut beraten, denn die wollen raus, die haben Energie. Das sieht man der Trixie jetzt nicht an, weil die 15 ist, aber die ist hier trotzdem fast den ganzen Tag auf den Beinen. Wenn der Ludwig hier ist, der gibt wirklich 10 Stunden Vollgas. Gesundheitlich, Auslastung, Erziehung, alles ist machbar. Tolle Hunde, kann ich nur empfehlen, sind echt fast in Vergessenheit geraten. Ne? Und wir sind schon 15. Guck mal, was wir können mit 15. Die dritte Hunderasse, die wir euch heute vorstellen wollen, ist der Cocker Spaniel. Und da haben wir heute 2 da. Und ich guck mal, welchen ich bekommen kann. Da ist ein Cocker Spaniel. Cocker Schweinchen. Das hier, paff. Das hier ist ein Cocker Spaniel. Mit kurzem Fell in diesem Fall, weil er gerade beim Friseur war. Wir haben heute 2 hier. Das ist Nummer 1. Und zwar, hörst du auf mich anzuspringen? Und zwar ist das unser Jack. Jack ist ein knappes Jahr alt, ich glaube 11 Monate jetzt, und hat, wie ihr seht, eine Menge Flausen im Kopf. Der Cocker ist ein Hund für Leute, die wirklich, wirklich, wirklich draußen sein wollen. Das ist ein Kerl, der in die Natur will, der will sich bewegen, der will sich beschäftigen. Urtypischerweise als Jagdhund hat er natürlich auch ein gewisses jagdliches Interesse. Es hält sich aber in Grenzen. Man kann da wirklich gut arbeiten. Mit Erziehung und Leckerchen und Beschäftigung kann man dem Ganzen gut entgegenwirken. Insgesamt ist der Cocker ein richtig, richtig toller Familienhund. Und da können wirklich nicht viele mithalten. Die sind kuschelig, die sind kinderlieb, die sind wirklich tolle Hunde.
ja, ein bisschen mehr Beschäftigung, ein bisschen mehr als auch noch bei dem Westi notwendig ist und ein bisschen mehr Erziehung. Man muss nämlich durch den dicken Jagdhundekopf auch mal durch, aber ich kann den Cocker wirklich empfehlen. Die Lotta zum Beispiel, ach nicht Lotta, Lola, die Lola zum Beispiel, die da steht. Setz dich mal hin, die kommt schon her. Quetsch dich mal durch. Lola, Lola, komm mal her. Die Lola zum Beispiel, da sieht man ein bisschen mehr die Haare. Hi Maus, komm her. Lola ist schon erwachsen und Lola war gerade baden, wie man sieht. Richtig gemütliches, nettes Mädchen. Der Cocker ist ein toller Hund. Der Cocker hat in den 80er, 90er Jahren aufgrund der sogenannten Cockerwut ein etwas schlechteres Bild in der Gesellschaft bekommen. Aber das hat er längst nicht mehr verdient. Die Cockerwut gibt es so gut wie gar nicht mehr. Trat auch nur bei roten Cockern auf. Die sind aber schon ein bisschen kerniger. Also für zu Hause auf der Couch rumgammeln ist der Cocker nix. Wer aber eine Familie hat und ein bisschen Leben und gerne in der Natur ist und gerne wandert und gerne macht und tut und vielleicht ein paar Leckerchen-Suchspiele und sowas mit seinem Hund gern machen will, Mantrailen, Spielen, die sind zu allem zu gebrauchen. Krankheitsbezogen hat der Cocker neben den Ohrenproblemen, die durch die langen Ohren kommen, und einigen Augenproblemen, aua, hauptsächlich Probleme mit der Niere. Die Cockerwut, die ich eben erwähnt habe, tritt so gut wie gar nicht mehr auf. Die ist sehr, sehr selten. Wenn man aber ein bisschen darauf achtet und schaut, dass man einen Cocker Spaniel von einem seriösen Züchter bekommt, dann hat man in der Regel einen sehr robusten und gesunden Hund. Als nächstes haben wir eine größere Hunderasse uns rausgepickt, und zwar der Badino oder aber Majoero Canario oder. Der Majoero Canario hat viele verschiedene Namen. Ich kenne ihn hauptsächlich unter Badino und unter dem möchte ich ihn euch vorstellen. Ich habe den Pepe dabei. Pepe, komm mal her. Der Majoero Canario bzw. Badino in diesem Fall ist eine spanische Hof-, Gebrauchs- und Hütehunderasse. Die werden für alles und jeden Zweck genutzt. Badino, komm mal her, wollte ich gerade sagen. Pepe, komm mal her jetzt. Pepe. Der Pepe ist schon ein erwachsenes Kerlchen, war bei uns in der Hundeschule, ihr seht. Spannende Zeichnung. Die Farbe, das Aussehen und ja, die Fellbeschaffenheit des Badinos ist mehr oder weniger unklar. Die können mal ein etwas kürzeres, etwas längeres Fell haben. Die können mal ganz schwarz sein, mal ganz braun, mal gestromt, mal weißer. Völlig egal. Aber die Form, die ihr hier seht, ist so die weit verbreitetste. Mal ein bisschen schmaler, mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Das zeichnet sehr, sehr viele Gebrauchshunderassen aus, dass die eben nicht dieses Standard-Aussehen haben, wie zum Beispiel der Schäferhund, der uns hier vor der Kamera steht. Geh mal weg. Insgesamt ist es ein, wie ihr seht, kräftiger, körperlich aktiver und sportlicher Hund, der aber sehr, sehr nett ist mit Menschen, wenn man den richtigen Umgang mit ihm von Anfang an übt und pflegt. Was die Gesundheit angeht, kann man hier jetzt gar nicht so große Aussagen treffen. Ich habe den Badino in all seinen Varianten als sehr robust und gesund kennengelernt, aber da eben so viele verschiedene Typen und so viele verschiedene Mixe in Anführungsstrichen existieren, können die auch mal ja, gesundheitlich voneinander abweichen. Insgesamt super kerniger, gesunder, sportlicher Hund. Hörst du auf, mich zu küssen? Was die Erziehung angeht, ist es aber, weil es ein Hof-, Wach- und Hüte- und Gebrauchshund war, ein bisschen anspruchsvoller. Trotzdem, ja, steht er eigentlich vielen Hunderassen in nichts nach. Der Badino ist kein Listenhund, obwohl viele ihn damit verwechseln, wie zum Beispiel Pitts, Dev und Co. Wenn ihr von Anfang an mit eurem Badino oder Majoero Canario in der Hundeschule unterwegs seid, wenn ihr ein bisschen arbeitet und aber auch ein bisschen straighter seid, dann solltet ihr in der Regel keine Probleme haben. Trotzdem müsst ihr mit denen etwas tun. Der Pepe ist jetzt erwachsen und ist so ein bisschen Probleme mit den Beinchen, aber das ist ein kräftiges Kerlchen. Der will rennen, der will machen, der will tun. Und Hundesport kann man mit denen leider nur bedingt machen. Oftmals bringen sie nicht so viel Spielwille mit und nicht so viel Spieltrieb, aber für Futter haben die meisten, die ich kennengelernt habe, gut mitgemacht. Als typischer Wach- und Hofhund, Gebrauchshund und auch Hütehund hat der Badino natürlich auch ein paar kleinere Ecken und Kanten. Gerade was die Erziehung angeht, es ist ein durchaus territorialer Hund, die haben auch schon mal einen Dickschädel, da muss man ein bisschen mehr tun. Aber das ist in der Regel ganz gut erreichbar, denn die sind durchaus motiviert. Nicht jeder ist verspielt mit jedem Quark, aber mit Leckerchen habe ich bisher jeden Badino noch in der Hundeschule ganz gut hingekriegt. Wer einen Hund sucht, der abseits vom Schäferhund, Retriever oder typischen Hunderassen wie den allen hier, haben wir sie gerade alle zusammen, einen großen Hund sucht, der kann beim Majoero Canario wirklich sehr gut fündig werden. Für jeden Geschmack ist visuell was dabei, von etwas längerem bis über etwas kürzeres Fell, von dunkel bis hell ist alles vertreten. Majoero Canario ist tatsächlich eine tolle Hunderasse und in vielen Mischlingshunden aus dem spanischen Tierschutz sind diese Hunde ganz, ganz häufig vertreten, ohne dass man es weiß.
Zu guter Letzt wollen wir auf unsere letzte Hunderasse zu sprechen kommen. Und zwar neben diesen ganzen Rassehunden, die ich euch präsentiert habe, sei es in Rassechecks oder in diesem Video, sind meine Lieblingshunde Mischlinge. Mischlinge aus dem Ausland. Deshalb stehen sie auch auf Platz 1. Komm her, du Badino, dich hatten wir eben. Es gibt so viele verschiedene Varianten an Mischlingshunden und alle Länder haben so ihre eigenen Phänotypen, die da hervorkommen. Oftmals tritt ganz häufig so ein Schäferhund-Archetyp so ein bisschen heraus, weil das auch das ist, was sich in der Natur durchsetzen würde. Wenn wir zum Beispiel mal die Lua, komm mal her, wir schnappen uns mal die Lua. Da haben wir mal eine größere Variante, ein Weibchen, bisschen kräftiger. Du geh mal weg, Luke, du bist nicht dran. Ihr seht, Lua, auch was auch immer da drin ist, weiß man nicht, aber schöne, große, kräftige, sportliche Hündin, mit der kann man viel machen. Wir haben den Olaf aus Spanien da. Hier sieht man schon so ein bisschen den Windhundeinschlag, der da drin ist. Ob das jetzt Galgo oder Podenco ist, ist völlig egal. Lange Beine, sportlicher Kerl, nett. Der ist erst 7 Monate alt, der hat nur Schwachsinn im Kopf. Aber toller Kerl. Oder vielleicht in ganz anderen Ausprägungen. Hier mit kurzem Fell, dunkel, lange Nase, lange Ohren. Mischlingshunde aus dem Ausland können wirklich richtig, richtig toll sein. Milan ist ja selbst einer. Und von groß bis klein, von dick bis dünn, von sportlich bis faul ist da alles vertreten. Gerade jetzt rund um Corona oder nach Corona haben sich viele Menschen Hunde angeschafft. Und aus dem Auslandstierschutz sind viele Hunde nach Deutschland gekommen, die jetzt teilweise leider als Rückläufer in deutschen Tierheimen landen. Ihr könnt euch einfach mal in eurem örtlichen Tierheim umsehen und ihr werdet ganz viele verschiedene Hunde finden. Klein bis groß, dick bis dünn, langes bis kurzes Fell. Und da sind richtig, richtig tolle Hunde dabei. Ich sehe gerade die Lenya. Lenya, komm mal her. Lenya ist zum Beispiel Alinas zweiter Hund. Die sollte eigentlich nur zu Alina auf Pflegestelle kommen und dann vermittelt werden. Aber da war Alina ganz schnell Pflegestellenversagerin. Ihr seht, die sieht aus wie ein Schäferhund. Ist aber viel kleiner und ja, bringt auch nicht die ganzen typischen Schäferhund-Eigenschaften mit. Die ist viel kuscheliger. Aua, das war ein Kopfnuss. Es gibt so viele tolle, verschiedene Mischlingshunde. Ja, es ist immer so ein bisschen auch ein Ü-Ei. Man weiß nicht so ganz, was man kriegt. Aber die coolsten Hunde, die schönsten Hunde, die Hunde mit dem interessantesten Charakter, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren alles Tierschutzhunde. Waren alles Mischlinge aus dem Ausland, mit denen man im Zweifel auch ein bisschen intensiver arbeiten musste oder wo man nicht wusste, was auf einen zukommt. Wir haben hinten noch 2, 3 kleine, da gehen wir jetzt mal hin. Ich zeige euch mal die Raluca. Das ist zum Beispiel auch so ein, ja, sieht aus wie ein Schrumpfschäferhund, aber ein richtig, richtig cooler Hund. Raluca! Hallo! Raluca, du siehst aus wie ein winzig kleiner Fuchs. So, hier haben wir Raluca. Du hast gerade gar keine Lust, gekuschelt zu werden, ne? Ist das scheiße? Willst du nicht vor die Kamera? Ihr seht, die sieht aus wie ein Schäferhund in winzig. Hunde aus dem Auslandstierschutz. Eine tolle Geschichte, da gibt es wirklich für jeden etwas. Und gerade jetzt gibt es ganz viele, die ein tolles Zuhause suchen. Das muss nicht unbedingt eine Rasse sein. Für mich ist der Mischling als Rasse tatsächlich das Beste, was ich kriegen kann. Was in dir drin ist, weiß auch keiner so recht, ne? Was bist du eigentlich? Hier, auch ein Mischling. Sieht wieder völlig anders aus. Marley, komm mal her. Komm mal her. Auch ein Mischling, der wieder völlig anders aussieht. Jetzt haben wir euch also ein paar Rassen vorgestellt. Und meine Lieblinge, die Mischlinge, die mit dem Charakter, die Überraschungseier. Es muss nicht immer ein Rassehund sein. Schaut doch mal auch abseits der weit verbreiteten Hunde oder Hunderassen nach eurem Rohdiamant. Mit ein bisschen Arbeit und mit ein bisschen Geduld kriegt man die eigentlich alle so weit, dass man mit denen glücklich werden kann. Ich hoffe, das hat euch gezeigt, welche Hunde und Hundetypen und Hunderassen noch neben den am weitesten verbreiteten Rassen auf euch warten. Und ich hoffe, dass ihr euren Rohdiamant findet. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Rassen ihr so zu Hause habt. Vielleicht ist da was dabei, das ich noch nicht gesehen habe. Es gibt so ein paar, die sind richtig, richtig selten. Ich hätte euch super gerne zum Beispiel unsere Bassets gezeigt. Die sind aber beide leider nicht mehr da. Aber das wäre ein sehr witziges Video geworden. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch Spaß. Tschüss.